Es gibt jede Menge Gesprächsstoff aus grün-weißer Sicht. Wir wollen die heutige Ausgabe von Dein Verein dafür nutzen, die letzte Woche gemeinsam aufzuarbeiten. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Ich freue mich sehr, dass mein Experte an meiner Seite ist, Michi Konso. Hallo, servus. Michi, diese Woche hat für Rapid mit sehr viel Arbeit begonnen. Wir erinnern uns, wenn wir zurückdenken, der Rasen war vorige Woche beim Spiel gegen Altach arg in Mitleidenschaft gezogen. Ein Pilz hat sich da ausgebreitet. Wir sehen nochmal die Bilder. Das hat nicht wirklich schön ausgesehen und hat dazu geführt, dass man den Rasen austauschen musste an den Stellen, wo er befallen war. 17 Lkw-Ladungen mit alten, befallenen Rasen wurden da hinausgeschafft aus dem Allianzstadion. Ein neuer Rasen verlegt um 100.000 Euro hat das Ganze gekostet. Also jede Menge Arbeit innerhalb von 3 Tagen. Oder da das gesamte Grün ausgetauscht. Ja, da sieht man mal, Michi, was da für ein Arbeitsaufwand dahinter steckt. Normalerweise hat man da eine Woche Zeit für derartige Arbeiten. Unglaublich eigentlich, dass das so rasch geht. Aber mit der neuen Technik ist vieles möglich. Und ja, Gott sei Dank, weil der Rasen war wirklich schwer zu spielen. Und ja, höchste Zeit, weil so ein Pilzbefall kann sich natürlich extrem ausbreiten. Und ja, man muss reagieren, was natürlich nicht gut ist. Kostet sehr viel Geld und ja, Rapid hat das aber zustande gebracht in kürzester Zeit. Ich habe nicht so den grünen Daumen. Ich traue mich zu sagen, du bist jetzt auch nicht der Greenkeeper. Deswegen wollen wir mal Roman Lorenz, den technischen Leiter, befragen, ja, was da alles getan werden musste. Hier ist es so, dass wir eine Dicksode verwenden, eben weil wir gleich am Sonntag drauf spielen. Das heißt, wir reden von circa einer Tonne, von einer Dicksode, die dort aufgelegt wird. Das heißt, der Spieler kann sie nicht verschieben. Und wichtig ist auch hier, dass das Wurzelwachstum gut ist, dass es so schnell wie möglich nach unten wächst. Das heißt, Thema ist, dass wir jetzt auch die richtige Menge an Wasser finden, dass sich die Wurzel dann auch in den Mutterboden reinbohrt und von dort den Nährstoff versucht. Das ist für uns das Wichtigste jetzt im Moment. Finanziell reden wir von rund 100.000 Euro, die diese Veränderung bedeutet. Und für die Mitarbeiter ist es natürlich ein enormer Aufwand, eine wahrliche Herkulesaufgabe. Aber es ist einmal mehr beeindruckend zu sehen, wie wir beim SK Rapid das schier Unmögliche möglich machen mit dem Rapidgeist. Und das ist schon etwas ganz, ganz Tolles. Wir haben normalerweise Spielfelder, normalerweise 7 bis 8 Tage Zeit. Wie ihr wisst, sind es jetzt mittlerweile nur 3 oder sind es nur 3. Also ich bin froh, dass wir relativ viel Manpower haben und dass viele Firmen hinter uns stehen. Und bei mir gibt es einen Slogan und mein ganzes Team steht auch dahinter, geht nicht, gibt's nicht. Und Probleme sind Herausforderungen und wir stellen sich gern Herausforderungen. Und das ist gemeinsam kämpfen, siegen, unser Motto. Ja, also da haben alle zusammengeholfen. Das Positive, der Rasen hat gehalten, war bereit für das Heimspiel gegen den WAC am Sonntag. Und das war leider aus Rapid-Sicht auch schon das einzig Positive, denn gegen den WAC hat so gar nichts geklappt. Martin Konrad fasst das Geschehene noch einmal für Sie zusammen. Neues Spielfeld im Allianzstadion. Nach dem Pilzbefall wurde der komplette Rasen ausgetauscht. Aber für Rapid war es keine Hilfe. Die Wiener harmlos im zweiten Heimspiel in dieser Saison. Der einzige Torschuss, Minute 7 durch Veton Berischer. Und der war noch dazu harmlos. Die Kärntner aus Wolfsberg. Initiativer, giftiger, gedankenschneller und letztlich auch gefährlicher. Nach 10 Minuten die erste Möglichkeit. Lindl, Zuspiel kam von Ritzmeier. Die große Chance zur Führung. Dann nach einer Viertelstunde dieser Kopfball von Orgil, nach einem Eckball von Lindl. Da hat Rapid großes Glück gehabt. Und nach einer halben Stunde die größte Möglichkeit für das Team von Christian Ilzer durch. Marcel Ritzmeier, den Neuzugang aus Holland gekommen, scheitert an Rapid-Torhüter Strebinger. Der Rapid-Sportdirektor Freddy Pickel mit dem Blick ins Leere, das sagt alles über die Leistung von Rapid an diesem Nachmittag. Auch in Hälfte 2 bleibt das Team aus Kärnten das bessere Team mit den Möglichkeiten. Novak trifft allerdings den Ball nicht richtig. Rapid versteht es nicht, nur ansatzweise gefährlich zu werden. Im Gegenteil, die Wiener verlieren rasch die Bälle und die Kärntner kommen zu Möglichkeiten. Die letzte hat der eingewechselte Schmerböck. Am Ende bleibt es beim 0:0. Ein schmeichelhaftes Unentschieden für Rapid.
Damit sind die Wiener auch im zweiten Heimspiel in der Saison sieglos. Michi, ja, wenn wir uns die blanken Zahlen ansehen, dann hat man 17 Schüsse zugelassen, selbst nur 9 Schüsse, nur einer aufs Tor. Wie erklärst du dir diese Leistung? Was ist da los? Was ist los? Also, man hat sich den Start natürlich ganz anders vorgestellt. Die Auslosung war eigentlich perfekt, alles angerichtet für einen super Beginn, super Start in die neue Saison. Und dann ist es eigentlich nicht so gekommen, wie man sich erwartet hat. Gründe zu finden, es ist natürlich braucht eine neue Mannschaft Zeit. Man hat sehr viele neue Spieler verpflichtet und Rapid ist einfach ganz, ganz was Eigenes. Da müssen sich alle einmal so richtig auch zurechtfinden. Und das dauert, das darf natürlich im Spitzensport normalerweise nicht länger dauern, aber es sind alles nur Menschen. Und sie trainieren oder haben sehr hart trainiert in der Vorbereitung. Es geht im Moment nicht das auf, was man sich vorstellt. Und jetzt muss man extrem zusammenrücken. Das ist immer das Wichtigste, gerade in so einer Phase nicht den Kopf zu verlieren. Und da sind halt alle gefordert. Das ganze Umfeld ist gefordert. Es ist der Trainer, das Trainerteam gefordert, dass die Mannschaft jetzt nicht nervös wird. Und es geht ja so und so schon wieder weiter. Also die nächste Aufgabe steht ja schon wieder vor der Tür. Und es kann sich ja alles sehr schnell wieder drehen. Nur muss man liefern. Das ist, muss sich jeder einzelne Spieler muss sich bewusst sein. Auch die Neuen, dass man bei Rapid einfach liefern muss. Da muss man Woche für Woche wirklich an seine Leistungsgrenze gehen. Und man muss sich überwinden, was natürlich bei den Temperaturen nicht sehr einfach ist. Aber es gilt wirklich sachlich zu analysieren und auf den nächsten Gegner sich sehr, sehr gut einzustellen, mental und auch taktisch. Und wünsche Ihnen viel Glück, dass es gelingt, dass man die Kehrtwende schafft. Die Fans sind da, die Fans unterstützen die Mannschaft bis zum Schluss, auch wenn sie schlecht spielen. Dass dann natürlich ein paar ungeduldig sind, das ist auch ganz normal bei Rapid. Aber wie gesagt, also jetzt muss man schon langsam wirklich Farbe bekennen und liefern. Du hast gesagt, die Fans waren da. Man muss aber schon sagen, dass gestern die Stimmung dann zumindest bei manchen nicht so gut war. Wir können uns nochmal gemeinsam Bilder ansehen, wo man sieht, dass der Unmut groß ist. Da gab es Pfiffe für die Mannschaft. Interessant auch zu beobachten, dass die Stimmung innerhalb von einer Woche eigentlich völlig gekippt ist. Wir erinnern uns, beim Saisonstart bei der Admira war noch Euphorie da. Und ja, jetzt wurde die Mannschaft ausgepfiffen. Also ja, wird es wieder auch ungemütlich in Hütteldorf? Ist auch ganz normal. Wie gesagt, ich habe es schon kurz erwähnt, dass bei Rapid alles ein bisschen extremer ist. Da ist man gleich natürlich, wenn man gewinnt, in einer Euphorie drinnen. Man sieht Rapid oder will Rapid ja immer ganz oben sehen. Man lechzt nach einem Titel. Man hat schon sehr lange eben keinen Titel erreicht. Und wenn es dann nicht so läuft, dann kippt es sehr schnell. Ist einmal so, mit dem muss man auch umgehen können als Rapid-Spieler. Warum es so ist, es ist einfach Rapid. Das kann man nicht immer alles erklären, warum das dann letztendlich so ist. Klar, dass man sich gegen den WRC einen Sieg erwartet. Wichtig ist auch, dass es rüberkommt, dass man will. Also das hat vielleicht den meisten Fans gestört, dass der eine oder andere vielleicht nicht alles gegeben hat. Das wäre so das Wichtigste. Wenn ich jetzt den Rapid-Spielern was mitgeben kann, dann einfach mit viel, viel Leidenschaft zu spielen, dass nicht immer alles funktioniert, ist klar. Aber man muss zumindest den Willen sehen. Und der war vielleicht phasenweise nicht zu sehen. Einer, der mit Sicherheit will, ist der Trainer Goran Djuric. Keine einfache Situation für ihn, auch wir wollen mal reinhören, wie es ihm ergangen ist nach diesem 0:0. Ich bin traurig und angefressen, weil ich frage mich natürlich als Trainer, wenn meine Mannschaft so schlecht spielt, warum und wie? Und ich muss das jetzt in Ruhe analysieren. Emotional sein bringt jetzt nichts für mich. Was ist denn jetzt so das Worst Case Ungemach? Ich kann mir vorstellen, dass ein paar Go-Go-Rausrufe bei Ihnen natürlich auch etwas auslösen. Ja,
das gehört dazu. Wie gesagt, ich verstehe es. Und die ganze Mannschaft müsste sich entschuldigen nach so einer Leistung. Das geht nicht. Ich verstehe den Unmut und das darf man nicht entschuldigen, egal ob wir vor drei Tagen gespielt haben. Ich habe einige Spieler ausgewechselt, die jetzt auch nicht diese Leistung gebracht haben, die wir uns erwartet haben. Und deswegen ist es einfach zu wenig gewesen heute. Gott sei Dank kann man im Fußball immer wieder einige Sachen gut machen. Und jetzt wissen wir, am Donnerstag müssen wir mit einem ganz anderen Gesicht auftreten und müssen hier gewinnen. Punkt, raus. Was spricht denn am Donnerstag für Rapid? Naja, ich glaube, die Ausgangsposition ist halbwegs okay für uns. Wir brauchen eigentlich nur 1-0 gewinnen. Und das können wir schaffen, das wollen und müssen wir schaffen, das ist unser Ziel. Und ja, müssen das so schnell wie möglich abhaken. Aber natürlich hinterfragen, warum einige Sachen so schief gegangen sind. Da hat man gerade zu Beginn des Interviews eine gewisse Ratlosigkeit verspürt. Michi, kannst du die verstehen? Glaubst du ihm auch, dass er da ratlos war in dem Moment erstmal? Ja, durchaus. In dem Moment ist es immer schwierig. Er hat ja schon ganz anders reagiert, teilweise viel zu emotional. Und das ist ganz gut, wenn man das wirklich alles einmal überdenkt und in Ruhe dann analysiert. Und dann muss man die Konsequenzen ziehen. Und dann müssen Ergebnisse her. Jetzt ist es soweit. Jetzt gegen Slovan Bratislava muss einfach der Aufstieg gelingen. Die Ausgangssituation ist gut. Möglich ist es. Also Rapid ist aus meiner Sicht die bessere Mannschaft, aber das muss man dann auch am Platz sehen. Und dementsprechend muss die Mannschaft auftreten. Also der neue Rasen muss brennen. Würdest du sagen, der Trainer hat gemeint, man muss nur unter Anführungsstrichen 1-0 gewinnen. Kann so ein internationales Spiel auch ein Wendepunkt sein, um diese Negativstimmung? Jedes Spiel kann sofort eine Wende herbeiführen. Und gerade dieses ganz, ganz wichtige Spiel, also da muss man jetzt alles reinlegen und vollste Konzentration. Und von Beginn an muss man einfach sehen, da will jeder einzelne Spieler muss zeigen, ich will weiterkommen. Und da muss man ab der ersten Sekunde sehen. Dann würde ich sagen, die Fans sollten alle ins Stadion gehen. Die Mannschaft braucht die Unterstützung sicher. Ich danke dir für deine Expertisen. Wir hoffen Gerne. Das Beste für Rapid und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind bei Dein Verein Rapid Wien.